Okay, das Warten hat sich ausbezahlt. Ich habe jetzt die letzten paar Tage, seitdem wir diesen ultracoolen Fall hatten mit diesem Knife-Knilch, immer mal wieder Overwatches gemacht, einfach durchlaufen lassen. Waren dann meistens eh irgendwelche Kacknasen, die durch die Wände geglotzt haben. Und jetzt guckst du an. M9 Bayonet Scorched. Wieder ein mit Knife. Das ist auf meinem Main-Account. Ich habe jetzt hier noch nicht reingeguckt, nur eben die ersten paar Sekunden habe gemerkt, oh, da ist ein M9. Schnell alles anmachen zur Aufnahme. Ja, wie gesagt, Main-Account. Auf dem zweiten Account hatte ich heute, war das vor ein paar Stunden oder sowas, habe ich noch kurz diese Kisten rumgeschoben für das Case-Opening, das wir mittlerweile wahrscheinlich schon gemacht haben. Aber im Moment befinde ich mich noch vor unserem Community-Case-Opening. Das sind schon mal schöne Nades. Und ja, da war einer auf Office, der halt blatant reingehackt hat, also durch die Wände geglotzt hat, durch die Wände geschossen hat, den Leuten immer wieder auf die Rübe geschossen hat, ähnlich wie ihmchen hier, aber dann doch nochmal etwas exzessiver. Das gerade war jetzt ja dann doch eher gemütlich. Wir schauen mal, was so passiert. Ich weiß hier überhaupt nicht, ich nehme an, das ist Battlescare, das Teil, oder? Oder halt, also sieht ziemlich zerrissen aus, wahrscheinlich. Also 100, 110, 120 Euro oder sowas, 150 vielleicht. Oh, er hat auch eine Desolate Space. Lecker Teilchen. Monsieur, das habe ich noch gar nicht gesehen. Die sieht zwar auch etwas zerrissen aus, aber was soll's. Da sind die Headshots drin. Am Schluss nochmal kurz so nachgeruckelt. Sah auch wieder etwas merkwürdig aus. Bei dem letzten Knife-Fall, also vor zwei Overwatches, waren sich vor allem am Schluss bei diesem Lag, sage ich mal, bei dem Verreißen der Kamera, dann doch nicht alle so einig. Ich habe gesagt, vielleicht ein Demo-Fehler oder halt ein Zeichen eines Hacks. Und genauso haben es dann viele aufgefasst. Also viele haben feste gesagt, das ist ein Demo-Fehler. Andere haben gesagt, nee, das ist ein Hack. Er schlabbelt jetzt komplett durch. Also bis jetzt Headshot in Prozent 100%. Ja. Die Headshot-Quote ist enorm. Mit 100%, er hat 7 Kills, alles Headshots. 2, 3 davon waren auch ja vollkommen normal, beziehungsweise auf einer gewissen Elo ist es ja eh Standard, dass man natürlich immer versucht, auf den Kopf zu schießen. Es spielen nicht alle Lems oder Supremes so wie ich, dass sie auf den Körper ballern, sondern normalerweise schießt man auf den Kopf. Wir müssen mal hier ganz genau gucken, ob er da nicht drauf lockt, weil manches dann doch etwas arg mechanisch aussah und eben nicht von Hand drauf gedümpelt. Wobei, gerade letztens, als ich hier Don Todd und Sperling mal wieder gesehen habe, war wieder auf die Rübe. Nicht auf die Rübe. Der wurde übrigens von oben, also der war auf der Map wahrscheinlich angezeigt, weil der unten schon gesehen wurde vom Mate. Da haben wir uns wieder Aufnahmen hier, ihr wisst schon, von Superstitum angeschaut. Diese ganzen Profis, die halt dann ihre Frag-Movies da haben. Und da ist es auch oft so, dass es halt mechanisch wirkt, ne? Bei manchen zumindest. Das ist so, sie fangen an zu schießen und locken dann so, gehen auf den Kopf. Also sie, wenn sie nicht sofort den Headshot drin haben, dann kriegen sie es gebacken, dass sie in ihrem Spray anerkannte Profis wohlgemerkt halt dann alles wieder zurechtschieben und direkt auf der Rübe sind. Und das sieht dann auch etwas robotermäßig aus. Ja, ich will jetzt aber nicht sagen, dass er hier vielleicht ein Profi ist, der halt einfach ultimativ gut ist. Wir müssen gucken, wie sein restliches Verhalten so ist, also sein Pre-Aim und diese Vorahnung, die er da jetzt eben ganz fest in seinem Hintern hatte. Diese Shots sind alle, das ist einfach, also für mich ist es zu wild. Für mich ist es eindeutig zu wild. Also Knife hin oder her. Die eben, der eine ist nicht gesteppt, der ist durchgehend geschlichen, der T. Dabei Ramp eben auf A oder unter A. Und er zieht dann in dem Moment rum, als sich dieser Gegner zurechtgestellt hat. Er ist bei 92% Headshot-Rate. Also, ja, wenn ich jetzt hier nicht gerade irgendwie ein Profi-Hardcore-Spiel ansehe, auch hier wieder schön die Nuss. Ich meine, dass man hier an der Stelle oben auf einmal anfängt zu schleichen und dann wirklich fokussiert runter zielt und vielleicht sogar pre-fired, ist ja an sich kein Ding. Hier stehen die Tees oft rum, wenn die auf A gehen, ne? Ich meine, gut, die sind auch wiederum geschlichen, hat man sie laufen gehört, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber es ist, also von meiner Seite aus sieht es für ihn ganz eng aus. Ich werde euch natürlich, ich werde es hier trotzdem auch wieder so machen, dass ich, pass mal auf, wie er jetzt vor allem diesen da rechts, also er hat diesen einen links kurz stark im Fokus gehabt, den rechts auch ein bisschen, hat jetzt aber etwas verhalten gewirkt. In dem Moment hätte ich auch angefangen zu schleichen, weil ich halt von hinten rankommen möchte dann, unbemerkt. Naja, ich werde im nächsten Overwatch wieder ansagen, was ich hier bei ihm gedrückt habe. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, es sieht bei ihm nicht gut aus. Haut ihr natürlich gerne auch eure Bedenken direkt in die Kommentare, auch gerne jetzt. Ihr könnt ja später am Ende des Videos nochmal eben editieren, wenn euch da was Neues zu eingefallen ist. Manchmal ist es ja so, dass es anfangs extrem aussieht und später gar nicht oder umgekehrt. Oder vielmehr später gar nicht mehr oder dann umgekehrt. Aber ja, jetzt kam halt gerade keiner zu ihm. Der eine ist, also den hat er doch eben, konnte man den eben sehen, den da drin. Ich weiß nicht, ob er den gesehen hat.
Also nicht durch die Wand, ne, sondern halt, ob man den richtig sehen konnte, bin mir nicht sicher. Oh, wow, da kriegt er auf die Nuss, der Kollege. Also einer ist bei City jetzt schon recht weit durch. Man hat den gehört, der ist auch schon weg. Wir schauen mal gleich nach der Runde auf die Stats, beziehungsweise machen das jetzt mal geschwind, bevor die Runde vorbei ist. Es sieht so aus. Also die CTs crushen die Ts, ganz klar. Es ist auch, würde ich sagen, eine City-Map. Also ich finde es auf City zumindest viel einfacher. Wobei er nicht wirklich warten muss und dann Kills macht, sondern er rennt durch und macht da die meisten Kills unten im Gewölbe und sowas. Er hat jetzt noch nicht allzu viele Kills auf Ramp machen müssen, dass die Ts da irgendwie halt kamen oder so. Ja. Er sticht hier auch ganz klar heraus, wobei natürlich ausschließlich die Frags jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig sind, weil sowas schon auch mal passieren kann. Aber im Gesamten, also mit seiner Spielweise und dann noch eben die Frags da draufgerechnet, dann ist es schon krass. Ja. Was ist so eine M4? Was ist so eine... Wow. Was ist so eine Deathlet Space wert? Er hat den doch gar nicht sehen oder hören können, oder? Da war doch nichts. Da war doch einfach nichts. Da unten ist wieder einer und er gibt ihm halt einfach direkt in die Fresse. Und er geht dann auch weiter ran, also es ist eigentlich nicht normal, dass da nur ein T ist. Normalerweise bleibt man gerade dann, wenn man einen Kill gemacht hat, da oben ein bisschen stehen. Und sagt sich, einen habe ich weg, vielleicht kann ich den zweiten auch noch wegholen. Aber er ist sich sehr sicher, dass hier keiner ist. Also, ja, direkt wieder einem die Nuss weggehauen. Der andere ist mal wieder AFK und da oben ist noch einer, den er eben gehört hat. Wow, gut, das war, würde ich sagen, extremst auffällig. Also man konnte nicht wissen, dass er da steht. Keiner seiner Mates stand in dem Moment schon vorne, oder? Und er stand sogar hinter einem Fernseher. Man hat gemerkt, er lockt auf ihn ein, beziehungsweise will ihn killen. Ah, guck mal her, schön. Aber kriegt es nicht hin, weil der Fernseher dazwischen ist und er ihn nicht sieht. Schreibt, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ich hau jetzt hier raus, was ich ihm halt drücken möchte oder eben auch nicht. Und dann löse ich im nächsten Video auf. Obwohl es ziemlich offensichtlich ist, ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank hier fürs Zusehen. Danke für die Kommentare und für die Likes. Extrem edel, dass ihr so aktiv seid. Und natürlich noch ein großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. This is pretty sexy. It's pretty sexy.